Herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Ich wurde schon öfters gefragt, wie ich denn das Bad anrichte mit dem Orangenreiniger. Nun, das geht folgendermaßen. Man nimmt so ein Behältnis. Bei mir sind das so Leckerlis, die brauche ich manchmal zum Beruhigen, wenn ich so ein Modell umbaue. Der Vorteil, es ist luftdicht abzuschließen. Und ich kann dann das Bad hier drin lassen. Wenn zum Beispiel eine Lok nicht ganz so stark verschmutzt ist, dann kann man das Bad auch ruhig zweimal verwenden. Das entscheide ich immer nach Schmutzgrad des Wassers. Dieses Behältnis, wenn ich es neu mache, reinige ich es gründlich und dann fülle ich es mit Wasser auf. Es ist jetzt ungefähr bis zur Hälfte gefüllt. Ihr seht, hier ist die Wasserschneide, also hier. Das ist ungefähr die Hälfte. Mein Orangenreiniger von Frosch ist leider alle. Ich habe jetzt einen von Ökotop genommen. Das ist so einer, den bekommt man auch in Drogeriemärkten oder ähnlichem, und es steht hier drauf, es ist ein Konzentrat. Bitte nicht pur auf diese Modellloks auftragen. Ein Konzentrat ist immer ein sehr aggressives Mittel. Wie der Name schon sagt, ist dieses Mittel sehr stark konzentriert und ich muss es verdünnen. Hier bei mir zum Beispiel sagen die auf 15 Milliliter dieses Öko-Konzentrats 7,5 Liter Wasser. Das heißt, das ist schon eine ganz starke Verwässerung dieses Reinigers. Bei starker Verschmutzung möchten die auf 7,5 Liter Wasser nur 37 Milliliter dieses Konzentrates. Hier haben wir ja weit weniger als 7,5 Liter Wasser. Deshalb reicht wirklich, und es ist wirklich so, ein Spritzer reicht. Das ist ausreichend. Das mache ich immer so. Und jetzt habe ich ein Gemisch hier drin. Da kann ich jetzt bedenkenlos meine Rahmen bzw. meine Getriebeteile, meine Motorenteile alle reinigen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt kommt das Motorteil. Das ist etwas verharzt. Ich lege das in dieses Bad und fahre mit dem Motor hin und her. Dadurch versuche ich natürlich auch die Verharzungen und die Ölrückstände in den Lagern, sprich in den Achsen auch des Rades, des unteren Teils hier, zu lösen. Dann nehme ich einen Pinsel, fahre hier ein wenig rein, fahre hier rüber und bewege das. Ich lasse es nicht einwirken. Ich behalte das Ganze immer in Bewegung, mache dann auch mal ein paar schnellere, bis ich merke, ja, jetzt drehen sich die Rädchen wieder besser. Dieser Vorgang ist im Prinzip je nach Verschmutzungsgrad in der Dauer auszulegen. Auch sieht man ja dann, wie sich das Bad verfärbt. Wenn das dann bei einer starken Verschmutzung richtig schwarz wird, habe ich auch schon gehabt, dann wiederhole ich das Ganze mit einem frischen angerichteten Bad und beobachte dann nochmal die Verfärbung des Wassers, um festzustellen, dass jetzt aller Schmutz und Dreck sich aus diesem Motor
gelöst und sich in meinem Wasser befindet. Dieses Video lasse ich jetzt tatsächlich in der Länge laufen, die ich hier benötige, um dieses Motorteil sauber zu bekommen. Ihr seht, ich bewege immer nach rechts und links, und wenn ihr jetzt auch ein bisschen das Wasser beobachtet, es färbt sich schon etwas dunkler. Das heißt, auch hier habe ich jetzt Ölrückstände im Wasser gebunden. Und dieses Getriebe läuft jetzt schon etwas besser. Das sagt mir, dass tatsächlich die Ölrückstände aus diesen Lagern alle entfernt wurden. Und jetzt sieht man ja, es läuft schon leicht nach. Und bitte lest auf eurem Konzentrat, das ihr kauft, wie das Mischungsverhältnis ist. Es ist sehr wichtig. So wie ich es mache, mache ich es seit Jahren so und habe nie Probleme mit den Motoren. Aber es ist halt, wie gesagt, von Hersteller zu Hersteller verschieden. Ich nehme dann halt einfach einen Spritzer, mache das ein bisschen aus dem Bauch raus. Wichtig ist nur, jetzt läuft das wieder schön. Noch einmal. Mach das in der Küche, wenn die Frau nicht zu Hause ist, sonst gibt es Ärger. Oder auf dem Balkon. Da einfach dein leichtes Überschwappen nicht zu verhindern ist. Man hört es auch am Klang. Jetzt ist das fertig. Ihr seht, es ist etwas dunkler geworden. Für mich sagt das, es ist tatsächlich Öl aus dem Getriebe herausgewaschen worden. Ich verschließe das Ganze wieder. Und jetzt kommt das Wichtigste. Bitte unter fließendem Wasser reinigen. Und zwar gründlich. Wirklich, dass der ganze Orangenreiniger aus diesem Motor herausgewaschen wird. Das ist wirklich wichtig. Es sollen keine Rückstände mehr drin sein. Schaut dazu einfach, dass auch in den Achsen und sonstigen Getriebeteilen wirklich fließendes Wasser reinkommt und ihr das Ganze auswascht. Das ist meines Erachtens nach einer der wichtigsten Punkte, dieses Mittel hier wieder aus dem Getriebe zu bekommen. Und ich habe mit dieser Art sehr gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt ist das Ganze herausgenommen. Ich habe es jetzt abgewaschen und jetzt werde ich es trocknen. Zum Trocknen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn die Sonne scheint, lege ich es draußen in die Sonne, warte, bis es richtig heiß ist. Wenn ich es schnell brauche, nehme ich den Föhn. Und wenn es Winter ist, lege ich es auf meinen Holzofen oben drauf. Dann ist das auch relativ schnell trocken. Wichtig ist, dass das Ganze erst getrocknet wieder eingebaut werden muss. Öl nicht vergessen, da wir ja jetzt das ganze Motorgehäuse total von Öl und Fett befreit haben. Das ist jetzt trocken. Und da sollte natürlich nachher wieder ein säurefreies, vom Werk her freigegebenes Öl ganz dünn wieder aufgetragen werden, damit nachher die Lager nicht fressen. So mache ich, so mache ich meine Reinigung von solchen Getrieben bzw. von solchen Motoren. Und da ist es mir völlig wurscht, welcher Hersteller das ist.
So wird bei mir ein Motor gereinigt. Nachher werden die Stellen wieder geölt, wie ihr schon öfters gesehen habt, und sei damit ein wenig sparsam. Auch hier in den Lagern auch wieder ganz wenig Öl rein. Hier an diesen Lagern auch da hinten nicht vergessen, hier dieses Lager nicht vergessen. Da, wo die Zahnrädchen drin laufen, weil das ist jetzt natürlich total trocken. Das wieder sauber einölen und natürlich auch einen Tropfen auf die Zahnflanke hier geben, damit auch hier wieder alles rund läuft. Das ist meine Art, einen Motor zu reinigen. Ich kann da keine Garantie oder Ähnliches geben. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er meine Idee aufgreift oder nicht. Ich habe seit 15 Jahren, mache ich das so, 20 Jahren mit diesem Orangenreiniger sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte da früher schon Versuche mit Bremsenreinigern und ähnlichen Sachen. Das hat mir doch manches Kunststoffzahnrad angefressen und ich hatte nachher einen Schaden mit diesem Orangenreiniger. Habe ich bisher keine negativen Eigenschaften herausgefunden. Also das funktioniert, solange man es in der Mischung so macht, wie ich es hier jetzt gesagt habe. Das Mischungsverhältnis steht immer auf der Flasche und bitte richtet euch ein wenig danach, nicht dass ihr nachher dann entweder Lackerplatzer oder Kunststoffbeschädigungen im Motor habt. Das möchte ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr das so macht, wie ich das mache, habt ihr kein Problem, gehe ich mal davon aus. Wie gesagt, ich kann allerdings keine Garantie dafür geben. Das ist nur ein Tipp, der sich bei mir bewährt hat und ich komme damit klar. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt das Geheimnis des Orangenreinigers etwas lüften, so wie ich das mache. Und in zahlreichen Videos habe ich das ja auch schon praktiziert. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen bei dem Mysterium Orangenreiniger und würde euch gern wieder begrüßen, auf meinem Kanal für ein neues Bastelvideo und verbleibe somit euer Groovy 1960. Das Wichtigste noch zum Schluss: macht ja die Küche wieder sauber, sonst gibt es Ärger.